Hallo Freunde des Marunenschadens, willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Was habe ich heute für euch? Die Wohnmobiltour geht weiter. Als erstes war ich ja in der Gruft von Laken. Als zweites hatte ich mir ausgesucht Waterloo, die Schlacht von Waterloo und das Napoleon-Museum und das Schloss Sint-Truiden. Bleibt einfach bei mir. Und dann gucken wir mal, wie das da ausgesehen hat. Viel Spaß bei dem Video. Bis später. Die Schlacht von Waterloo ist ja, glaube ich, jedem ein Begriff, an dem Museum angekommen. Erstmal hab ich einen riesen Berg gesehen. Ich denke, ne, was soll das? So, der Sinn der Sache war, dass man da, ich glaube, 217 Stufen hochgeht und wenn man die tatsächlich erklommen hat, so wie ich, hat man einen wunderschönen Ausblick über das ganze Schlachtfeld, ne? So wie es damals gewesen ist. Es gibt da auch Vereine, die das Ganze nachspielen. So, als ich da gewesen bin, da war da so eine Truppe, die hat da kampiert, so wie das damals üblich war. Und es war wahnsinnig interessant. Man konnte die ganze Schlacht nachvollziehen. Hatte ich mir dann Schloss Sint-Truiden ausgesucht. Los geht's. Das Faszinierende an diesem Schloss, erstmal vom Aufbau her sah es schon von Weitem schön aus und dann vom Innen her war es wunderschöne Stuckdecken. Es waren Gemälde unter der Decke, das sah einfach fantastisch aus. Das einzige Problem, was da war, das Militär hatte dieses Schloss als Trainingsstätte genutzt. Das hieß also, wenn man einen verkehrten Zeitpunkt da war, da war man also mitten als Zielobjekt. Ne? Die haben da also ganz schön aufgepasst damals. We'll be right back.
wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin.